So, das war der Kuma Tactical bzw. GSP Airsoft Adventskalender für 2020. Wir hoffen natürlich, dass es euch sehr gefallen hat. Auf jeden Fall ein dickes Danke fürs Zuschauen. Und hier nochmal ein großes Dankeschön an unseren Schneider, der hier für dieses Videoprojekt durchschnittlich 8 bis 12 Stunden am Tag geschnitten hat. An die Hand und lässt ihn erst wieder Luft, wenn der Ausflug vorbei ist. Hinter uns. Nein! Jetzt! Ja. Ist das behindert? Auch 2021 haben wir wieder einige Projekte auf allen möglichen Plattformen, die wir betreiben, geplant und ich hoffe, ihr seid natürlich auch wieder mit am Start. Weniger dumm schauen. Ja, nicht so scheiße auch schon, nicht so. Ja. Okay. Das ist doch der richtige. Warum liegt dann eine Batterie? Ja, das ist. So there's really three food groups in Texas: barbecue, Mexican food, and chicken fried steak. What food group do y'all want to eat today? No, fuck it. I'm gonna do that for you. We're gonna go eat Mexican food. Thanks. All right. Real Mexican food, not that shit they have in Nuremberg that they're trying to pass off as fucking Mexican. It's on my phone. I know. I'm just pointing at you because you have the S4 shirt on. Ihr Vorschläge habt, was wir anders machen können, was wir besser machen können oder was wir unbedingt noch auf den Kanälen von uns bringen sollten, dann schreibt es einfach in die Kommentare, Kommentarbox wie immer unter den Videos und wir schauen uns das regelmäßig durch. Damit war es auch von mir für dieses Jahr. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, bleibt alle gesund und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann. Hab ich auch so viel Dreck am Ende? Ja. Auf der anderen Seite. Habt euch ungemerkt genau den einzigen Dreck hier ausgesucht. Was war so deine Grundidee dahinter? Meine Grundidee war, hier meine ganzen deutschen Sachen an eine Mehrfachsteckdose anstecken zu können und nicht irgendwelche beschissenen Adapter dafür zu brauchen, um das Ganze hier an den tollen US-Stecker-Kack ranzubringen. Mit dem Ende dieser Weihnachtsserie gehen die Kanäle Kuma und GSP inhaltlich wieder ihre eigenen Wege. Die in den Augen einiger unheilige Allianz aus Scharfwaffen und Airsoft findet damit ein Ende. Und das Abendland ist gerettet. Gleichwohl ist heute, gerade heute, vielleicht ein guter Tag, um uns nochmal vor Augen zu führen, dass wir als Jäger, als Sportschützen, als Airsoft-Spieler oder als auch Berufswaffenträger in dieser Gesellschaft mehr gemein haben, als uns trennt. In dem Sinne, bleibt euch treu, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Oh shit! Remember what Emrod taught you about how you walk? If you walk like this, you'll shoot like this. It's smooth. If you can keep like that camera right there, if you can do that with your body, you'll be perfect. Wir fahren zu Desertec nach Utah, zu West Valley. Oh no! Are you ready to go tonight? Huh? Yeah. Yeah. Stop. And is there any left-handers here? Yep. You know how to swap? Of course it would be you. You know how to swap over? Ach, fuck. Boah, scheiße. Ey, schneid das raus. Das bleibt links. Merry Christmas, Merry Christmas. Leute, riecht ihr das? Das ist die Stadt, die niemals schläft. Nein, ich rede nicht von New York. Wir sind zurück in Las Vegas. Ist dir das peinlich? Es geht. Ich finde es beruhigend, dass sie alle meine Sprachen nicht sprechen. Von daher kann ich eigentlich labern, was ich will. Schrei doch mal irgendwas. Nein, schrei doch. Wenn ich jetzt Arschloch schreie, dann wisst ihr genau, was gemeint ist. That sweet smile you have. Yeah. Him 30. Hey, he don't like you, Ivan. No, just like he gave me. Oh. Who's next? Oh. Mm. 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 You wanna call your mama? You wanna call her? Tell her you'll be okay. Charlie won. Das funktioniert. Soll das ein Streifen Tee sein? Ein paar sehr, sehr interessante Designs, wo ich nicht weiß, wie man die benutzen soll. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt die komplette Möglichkeit. Lustig. Los, Kai. Los, Kai. You can do it! That's the ass. Go, Steffen! Guck, du musst dich einfach auf den Bauch legen und dann sinkst du überhaupt nicht ein! Das ist so easy! Deine Hose von oben bis unten hin voller Schnee und gleich Eiskalt. Merry Christmas! Ich hab keine Unterwäsche an! Siehst du? Gar nicht eingesunken! I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. Was sagen Sie dazu? Ich lauf doch! Hey Jonas, bist du eigentlich so fett? Guck dir mich an, ich stehe hier praktisch auf dem Schnee. So, Tag 2. Kein Bock mehr. Das Ding ist, läuft die ganze Zeit rumstehen, Videos machen, labern, dann wieder rumstehen, irgendwelche Pisswaffen in die Hand nehmen und dann wieder labern, rumstehen. Nee, funktioniert nicht. Nein, geht nicht. Geht gar nicht. Aber egal, wir geben unser Bestes, damit wir möglichst viel Material für euch zusammenbekommen. Weil wir sind gute Menschen. In diesem Sinne wünschen wir euch und euren Familien natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit zusammen, inwiefern das auch immer möglich ist. Bleibt vor allem gesund und rutscht einigermaßen gut in das Jahr 2021 rein, was hoffentlich wenigstens ein bisschen besser wird als dieses Jahr. In dem Sinne, Freunde, macht's gut und bleibt gesund. I guess. And you have more guns in the second safe? Yes. Häng dich unten dran. Alles klar! Ja, das hat Zeit. Lass das erstmal aus. Ich hab alles richtig gemacht. Ich hab doch gesagt, dass ich rausgekommen bin, diesen Kofferraum aufmachen. Ich habe aufgemacht und wurde so drunter gepackt und er fiel auf meine Rücken. Scheiß Soundlex sind geht schon wieder los in diesem Drecksraum. Die Stimmung hat jetzt den absoluten Tiefgang. Absolut tief. Jetzt mit den klebrigen Händen in die Jacke. Das ist meine Jacke. Das ist meine Jacke. Also mich hat ein neues Surface und das Surface kann man, Technologie gepaart mit Talent kann man einiges erschaffen. Michael, möchtest du uns dein Kunstwerk vorstellen? Ja, also ich habe hier Joris gezeichnet, wie er auf dem Sofa saß und Müsli gegessen hat. Ja. Man erkennt eben hier seine Tätowierung, den Löffel, die Schüssel, Bart und Haare und ich finde es zum Verwechseln ähnlich. Ich muss ja sagen, das hier hätte auch einen Penis sein können. Hätte, aber nicht bei Joris. Nicht bei Joris. Nicht bei Joris. Das hat er nicht. Also jedenfalls nicht in der Größe. Das ist maßstabsgetreu. Also ich finde, er hat das ganz gut gemacht. Roll! Crab paw! This side! Right here! Crab paw! Go! Sorry, scooch over! You don't know what that is. There you go, that's what I want right there. Get your feet right, get your feet right, get your feet right. Think about your shot. Dummy, you had it. There. Relax. Schlitten entnehmen. Wir ziehen also den Upper einfach raus. Den Lower einfach raus. Scheiße. So, und jetzt kennen wir es ja bei den normalen Pistolen. Schlitten abziehen, funktioniert auch ganz einfach. Und jetzt ziehen wir den Lower Receiver einfach raus. Oder auch nicht. Oh nee, komm nochmal. Also Michael hat jetzt, glaube ich, sein Meisterwerk erschaffen. Michael, möchtest du uns dein Kunstwerk vorstellen? Ja, also ich habe hier einen Steffen. Schön zu sehen am Bart, Schnurrbart. Großer, keilförmiger Nase, Cheeseburger und hier, schön zu sehen, sein Victus EDC Hoodie. TM. Kannst du mal nach da gucken, Steffen? Nicht so weit. Das passt da genau. Oder nicht so hoch, guck mal da runter. Du musst hier so nicht so weit runter. Einfach normal nach vorne gucken. Ja, genau. Und die Augen so aufmachen. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich besser zu erkennen als Joris. Viel besser. Das ist echt gut. Ja. Entwickelst du für dieses Bild ein bisschen Muttergefühle? Schon irgendwie. Stell's auf eBay. Wenn ihr jetzt dieses Kunstwerk ersteigern wollt für nur... Lass uns das auf ein T-Shirt machen. Oh ja. Also das musst du abspeichern. Ich weiß nicht, wie das geht. Dann kannst du hier oben auf Speichern klicken. Vermutlich oben auf Speichern klicken, ja. Schöne Lens für das. Magazintasche, wo ich das versuche reinzustecken, und es geht ja auch nur halb rein. Ja, mach's einfach. Ich habe einen Trend gesetzt mit 4 Magazinen, ne? Ja, verdammt. Look where the trigger is, look where all your gear is. Look at this magazine right here. Yeah. Yeah. Shouldn't do that. Yeah, no, you shouldn't. And if you do it again, you'll sit down the next one. All right. That's it yet? That's funny. 3- und 4-tägige Kurse für Frauen und Männer und dann gibt es noch die kombinierten Kurse. Was machen die Frauen? Ne, die Männer zu vergewaltigen. Oh, ich bin blind, aber... Das ist die Taktik. Wir haben festgestellt, dass der Strobo-Effekt ein Taschenlampe viel zu selten Anwendung findet und viel zu wenigen Fällen. Maul die mal richtig an, wie du es in deiner Arbeit machst. Maul die mal an. Ey! Ihr Arschficker! Schneid das raus. Komm, Inside jetzt hier und dann geht's ab. Haben die alle Tickets? I mean, fuck you. Hey, hier ist Kaugummi unter meinem Sitz! Hier ist Kaugummi unter meinem Sitz! Scheiß Bus! Warte, halten! Machst du den Navigator? Mach du. Ist das hier ein Gesamtbereich oder was? Ja? Brauche ich meine Gesamtbereichskarte? Ich höre nichts, die schlagen sich so laut. Brauche ich meine Gesamtbereichskarte hier oder was? Ja, ich weiß nicht, was du meinst, aber... Charlie, one. What the fuck is wrong with you? That is sad. Hm? Charlie, one. Oh, shit. Thank God, because that's getting embarrassing, huh? Yeah. Do you speak sign language? I feel like I should tell you in two different languages what we're doing here. Yeah. You paying attention? In German? I don't speak Spanish like sign language. So yeah, that's neat. Interesting. All right, you ready? That is not how I taught you how to rack a gun. And that's why you can't rack it, because you racked it like a lady. Are you freaking kidding me right now? Tap! Rack! This ain't him up. Poor guy. If I have to fix that for your weak, lip-wristed ass one more time, Steven, you're doing push-ups. Figure it out. Oh, I see it. It's in there proper. Man. Kai loaded this. Kai hates you. Yeah, I know. Right? Did you load? Yeah, we both loaded. Oh, he hates you. Ivan. Yep. You're an asshole. I know. You put the round in backwards. Oh. Did you put it in backwards? I can't fix that! Dip ass. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Lasst uns ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns auch das nächste Mal wieder hier auf unserem Kanal. Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr unser Merchandise bei unserem Partner von Tilling kauft. Oder eure Ausrüstung für euer nächstes Abenteuer, für eure Hobbys oder für andere Unternehmungen bei uns in einem unserer Online-Shops erwerbt.